dieses Videos leben. Leben. Was soll das sein? Leben. Warte mal. Oh, ich hab Puls. Hab ich so. Oh, so heftig sogar. Das hab ich in der Regel nicht. Herzschlag, Hirnströme, Lebenszeichen. Sowas habe ich in der Regel nicht. Nö. Als ich einst in Zimmer 203 zum Leben erwachte, ja, habe ich sofort damit aufgehört. Leben und Scheiß. Kannst du vergessen. Ist ja nur Kacke, wenn alles. Er muss arbeiten gehen. Für Lebensunterhalt. Hä? Steuern zahlen. Ein Kack halt. Also in der Regel, wie gesagt, habe ich gar keinen Puls. Wozu? Energieverschwendung. Frauen, gebe ich zu, die erreichen bei mir schon, dass ich Puls habe. Manchmal nur ein, zwei. Herzschlag. Schlagen ist es Gewalt. Nein, sowas lehne ich an. Ja, wozu sollte denn mein Herz schlagen? Wozu? Echt? Ja, was ist Leben? Was soll das sein? Kostet nur Geld. Scheiße. Also ich bin heute Morgen zu mir gekommen, ja. Auch wieder ganz komisch, du echt. Weiß ganz genau, ich hatte gestern Abend oder letzte Nacht noch eine ganze Tasche voll mit Bier. Wo ist sie jetzt? Scheiße alles. Weiß nicht. Ja, vor allem dieses Lebenslauf. Boah, da komme ich gar nicht mit klar. Also wirklich, letztens bin ich irgendwo in der Stadt nachts zu mir gekommen. Lach auf dem Pflaster. Lach. Zum Glück nicht auf der Straße, nicht auf dem Asphalt. Ich lag da, auf dem Pflaster. Wie ich da hingekommen bin, klar. Weiß ich nicht. Bin ich auf die Straße gegangen, scheiße, war ungemütlich, du Mist. Ja, aber sowas habe ich ständig. Leben. Toll. Letztens, das erzähle ich euch auch. Nachmittags, nee. Bei Netto, St. Jürgenstraße. Ja. Schön am Saufen, Spaß haben und so, kommt die Polizei und nimmt mich mit. Nachmittags, wohlgemerkt. Denke mal so 14, 15 Uhr. So, und dann nehmen die mich mit. Ich glaube, da sind sie mit mir in die Fahr gefahren, genau. Wo ich auch schon mal irgendwie Zelle oder so. Ja, da haben sie mich da in den Showroom gesetzt, in Unterhose. Toll. Da saß ich da. Boah, ich bin wieder ausgerastet, Alter, das war filmreif. Ich klapp da wieder gegen die Scheibe. Richtig heftig. Die ganze Aktion so gefühlt, sagen wir mal, 2 Stunden. Ja, ich denke mal so, Stunde oder so, habe ich im Showroom gesessen. Hm? Vielleicht anderthalb. So, und dann kam der Krisendienst. Hat mit mir ein Gespräch geführt. Ja, und dann durfte ich gehen. Ja, alles zusammen, maximal 2 Stunden. So, und dann komme ich aus der Wache raus. Und dann ist es stockdunkel. Irgendwoher bekomme ich dann eine Uhrzeit. Und es war kurz vor 0 Uhr. Wie gesagt, nachmittags, 14, 15 Uhr, haben sie mich mitgenommen. Und ich komme um 0 Uhr raus. Hat aber nur 2 Stunden gedauert. Ernst, Scheiße. Und was ist